Sie ist seit 2007 Direktorin des Kommunikations-, Informations-, Medienzentrums KIM der Universität Konstanz, in dem sie zuvor seit 1996 als stellvertretende Direktorin agiert hat. 1992 bis 1996 war sie Leiterin der Stadtbibliothek Berlin-Kreuzberg und hat nach ihrem Studium der Politikwissenschaft in Hannover und Berlin sowie Auslandsstudien in Westafrika ihr Bibliotheksreferendariat in Berlin und Köln durchgeführt, hat also heute sozusagen ein Heimspiel hier. Ihr Vortrag zeigt den Schritt vom grünen Weg zum goldenen Weg, Open Access, Transformationsstrategien aus der Perspektive der Universität Konstanz. Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, hier bei den Open Access Tagen 2014 vortragen zu können. In der Reihenfolge jetzt der Referentinnen habe ich das Gefühl, ich komme jetzt wieder sozusagen back to the roots, also zurück auf den Boden. Sie werden das merken im Laufe der Zeit und können das auch dem Abstract schon entnehmen. Es wird weniger um die große Politik als um die konkrete Umsetzung gehen und um die Tiefen und Untiefen, mit denen man als Direktorin der Literatur- und Informationsversorgung an einer Universität zu tun hat und wie man da auf dem Weg auch tatsächlich Transformation vorantreiben kann, unabhängig sozusagen von den Förderrahmen, eingebettet in die Förderrahmenbedingungen, aber ohne sie sozusagen selber machen zu können, sondern nur mitgestalten zu können. Ich werde Ihnen kurz einen Überblick nochmal geben über die Universität Konstanz, weil das wichtig ist für das Verständnis des Folgenden. Ich werde sowohl den grünen Weg und die Open Access Aktivitäten an der Universität darstellen, dann die Rahmenbedingungen des Landeshochschulgesetzes in Baden-Württemberg, die einen wichtigen Einfluss haben auf das, was wir tun, die Entwicklung des Publikationsfonds und in meinem letzten Teil auf Open Access und Verlage eingehen, was ja ein wichtiger Teil des Transformationsprozesses ist. Bevor ich aber anfange, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Susanne Bohner, Leiterin der Gruppe des Repositoriums an der Universität Konstanz, und Anne-Marie Otto, Abteilungsleiterin Bearbeitung, für die Zusammenstellung der folgenden Zahlen und Erstellung der Grafiken. Und ich möchte mich auch bedanken bei Anja Oberländer, ohne die Open Access an der Universität Konstanz nicht denkbar wäre und ohne die auch vermutlich es keine Open Access Tage gäbe, um das nochmal zu sagen. Sie hat die ersten sozusagen mit erfunden. Die Universität Konstanz wurde gegründet. Moment, jetzt muss ich hier mal weitermachen, damit Sie sie auch sehen können. So, also die Universität Konstanz wurde gegründet 1966 als Volluniversität, ohne Medizin und ohne Ingenieurwissenschaften. Sie ist eine Campus-Universität, wie auf dem Bild deutlich zu erkennen ist. Dieser kompakte Teil ist die Universität, die kleine Streusiedlung da unten ist das nette Dorfeck. Weitgehend tatsächlich an diesem Standort untergebracht und damit sehr kompakt und übersichtlich. Das bedeutet, wir haben sehr kurze Wege und sehr kompakte Kommunikationsstrukturen auch, einfach deshalb, weil wir alle uns innerhalb der Universität häufig über den Weg laufen. Die Universität hat ca. 10.000 Studierende, etwa 200 Professuren, insgesamt 1.300 wissenschaftliche Beschäftigte und 900 Personen wissenschaftsunterstützendes Personal, die in 3 Sektionen und 13 Fachbereichen organisiert sind und keine Institutsstrukturen hat. Das heißt, wir haben nicht noch Untereinheiten, sondern wir kommunizieren direkt auf der Fachbereichsebene der 13 Fachbereiche. Und das ist eine überschaubare Anzahl, um das bewältigen zu können. Die Universität ist eine der 9 Exzellenzuniversitäten in Deutschland und nimmt damit in dieser Kleinheit, es ist ja eine der kleinen Universitäten mit 10.000 Studierenden, natürlich auch eine Sonderrolle insgesamt in dem Reigen der Universitäten in Deutschland ein. Das Publikationsaufkommen beträgt knapp 1.800 Publikationen pro Jahr und davon sind ungefähr 900 bis 1.000 Zeitschriftenartikel. Wobei ich sagen muss, wir haben nach wie vor Unsicherheiten in der Zählung, weil wir, wie vermutlich fast alle Universitäten, nicht sicher sagen können, ob uns alles gemeldet wird und auch Vergleichswerte mit Auswertungen in entsprechenden Datenbanken
das nicht bis auf die letzte Publikation klären lassen. Das Bibliothekssystem ist ebenfalls zentral organisiert unter einem Dach. Und was wichtig ist, wir haben ein Fachreferatssystem zur engen Kooperation mit den erwähnten Fachbereichen, sodass wir eine hohe Kommunikationsdichte haben zwischen Infrastruktur und Fachbereichen, sowohl von der Bibliotheks- als auch von der IT-Seite her. Und seit Januar 2014 sind IT- und Bibliotheksdienste zusammengeschlossen im Kommunikations-Informations-Medienzentrum der Universität Konstanz. Wir haben ein institutionelles Repositorium und damit auch Aktivitäten im Bereich Open Access seit 1996. Was ich manchmal sage, da hat man eigentlich Open Access noch kaum in den Mund genommen. Was ich immer besonders nett fand, die erste Publikation, die veröffentlicht wurde, war eine Dissertation von Stefan Henze, Der sabotierte Alltag, die phänomenologische Komik Karl Valentins. Ich komme da nachher nochmal drauf zurück. Am 16. April 1999 wurde ein institutionelles Repositorium dann offiziell gestartet auf der Basis von Opus. Mittlerweile gab es natürlich Systemwechsel, wir arbeiten derzeit mit DSpace und auf der jetzt folgenden Folie zeige ich Ihnen die Entwicklung der absoluten Mengen. Das ist der Stand Anfang 2014. Wir haben verzeichnete Publikationen in einer Gesamtzahl von 24.000 und wir haben Volltexte in einer Größenordnung von 14.000. Das Blaue, was Sie sehen, ist die Gesamtzahl der verzeichneten Publikationen, also die Metadaten, und das Rote sind die Publikationen. Es gibt dort eine Lücke, weil wir mit einem Systemwechsel einmal keine sauberen Daten erhoben haben. Wir müssen damit jetzt leben. Solche Dinge passieren, wenn man relativ früh mit Dingen anfängt. Was Sie daran aber erkennen können, ist, dass wir das sozusagen mischen, dass wir eine Hochschulbibliografie aufgebaut haben, während wir zu Anfang nur Volltexte genommen haben, heutzutage auch die beschreibenden Metadaten verzeichnen, zum Teil Volltexte hinterlegt haben, die wir nicht freischalten können, weil wir dafür überrechtlich nicht das Recht haben, aber sie auf jeden Fall im Repositorium haben, das, was Frau Rangel ja eben auch erwähnt hat. Die Jahreszahlen, die Sie sehen, sind nicht die Erscheinungsjahre, sondern die Verzeichnungsjahre, weil wir viele rückwirkende Ergänzungen vornehmen bei neu berufenen Professorinnen und Professoren und sonstigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Auf dieser Folie sehen Sie die jährlichen Zuwachsraten, die wir haben, sowohl bei Volltexten als auch bei Metadaten. Und Sie erkennen damit, dass wir insgesamt tatsächlich Zuwachsraten haben, die allerdings schwanken und immer wieder davon abhängen, wie stark wir uns darum kümmern, tatsächlich Publikationen einzuwerben. Und bis heute kann ich sagen, dass der grüne Weg einer ist, und da bin ich jetzt auch, wir haben das ja schon in Ansätzen an zwei, drei Punkten diskutiert, der grüne Weg ist einer, der weiter erfolgversprechend ist, da wir auch weiterhin Arbeit machen wird. Der goldene Weg macht diese Arbeit auch und kostet auch Geld. Also das heißt, wir haben hier beides Faktoren, die auch durchaus Kosten verursachen. Auch der grüne Weg ist nicht für umsonst zu haben, zumindest nicht unter den Rahmenbedingungen, die wir im Moment haben. Die begleitenden Maßnahmen beim grünen Weg, die wir im Moment einsetzen, ist vor allen Dingen Beratung. Wir Fachreferenten und wir Open Access Referentin, also Frau Oberländer, wir haben eine Open Access Policy an der Universität verabschiedet, allerdings erst 2012, was relativ spät ist dafür, dass wir hier schon so lange aktiv sind. Wir haben die Stelle einer Open Access Referentin geschaffen mit 50%, die sich ausschließlich und umfassend für eine so relativ kleine Universität, denke ich, relativ viel damit beschäftigen kann. Und der wichtigste Punkt ist, glaube ich, wir haben es in der Universität so weit verankert, dass der Rektor oder die jeweiligen Rektorate hinter diesem Thema stehen und der Rektor regelmäßig Schreiben an alle Wissenschaftler schickt mit der Aufforderung, ihre Publikationen zu liefern. Und das ist der Fall seit 2008 und man sieht auch, dass das tatsächlich nochmal zu einem Anstieg führt. Die Universität selber oder beziehungsweise wir als Kommunikationsinformationsmedienzentrum sind aktiv in diversen Projekten rund um Open Access. Informationsplattform Open Access Net haben wir mitgegründet. Wir sind nationale Informationsstelle bei Open Air und Open Air Plus.
Wir machen Zeitschriften-Hosting, aktuell zum Beispiel machen wir das Projekt OGS mit anderen Partnern. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, den wir eingeführt haben, ist die rechtliche Prüfung, die wir den Wissenschaftlern abnehmen. Das heißt, im grünen Weg übernehmen wir die Prüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen, ob ein Artikel freigeschaltet werden kann oder nicht. Ich glaube, das war einer der großen Faktoren, um wirklich einen Durchbruch zu erzielen, weil die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Regel damit tatsächlich überfordert sind und auch schlicht keine Lust dazu haben, das zu prüfen, was ich nachvollziehen kann, weil es ist praktisch für einen Wissenschaftler nicht zu prüfen. Das ist der Teil des grünen Weges, den werden wir weitergehen und der ist für mich auch weiter Teil einer Transformationsstrategie, die wir weiter verfolgen müssen. Themen wie Zweitveröffentlichungsrecht, Möglichkeiten zur Zweitveröffentlichung werden weiter eine Rolle spielen und meine beiden Vorrednerinnen haben das ja auch beide aus Sicht der Förderorganisationen benannt, dass sie sagen, ja, auch der grüne Weg ist eine Möglichkeit und die Änderung des Urheberrechts ist da auch ein Thema, das tatsächlich in Deutschland eine wichtige Rolle spielt. In Baden-Württemberg ist es aufgegriffen worden im gerade reformierten Landeshochschulgesetz, neu veröffentlichen zum Thema Zweitverwertungsrecht. Hier ist nach längeren Diskussionsprozessen und verschiedenen Entwürfen in diesem Bereich festgelegt worden, dass die Universitäten, also jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also das Land Baden-Württemberg hat das Hochschulgesetz veröffentlicht. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass das Landeshochschulgesetz die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem Paragraphen 44.6 des Landeshochschulgesetzes zur Wahrnehmung des Rechtes auf Zweitveröffentlichung verpflichtet. Beziehungsweise präziser formuliert, die Universitäten verpflichtet, diese Rechtswahrnehmung durch Satzung zu regeln. Das heißt, sie verpflichten nicht direkt die Wissenschaftler, dieses Recht wahrzunehmen, das war der erste Entwurf des Landeshochschulgesetzes, sondern die pflichten die Universitäten, eine Satzung zu erlassen, die das regelt. Und die Satzung soll den Fall regeln, dass von einer Pflicht zur Wahrnehmung dieses Rechtes abgesehen werden kann. Das heißt, impliziert wird damit ausgedrückt, wir gehen davon aus, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Landes Baden-Württemberg das Zweitveröffentlichungsrecht wahrzunehmen haben. Und in einer Satzung wird geregelt, in welchen Fällen davon abgesehen werden kann. Derzeit wird eine Mustersatzung im Land erarbeitet, die den Universitäten als Grundlage für ihre jeweiligen universitären Satzungen dienen kann. Das derzeitige, von den Grünen geführte Wissenschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg steht den Ideen des Open Access offen, positiv und auch sehr kenntnisreich gegenüber, speziell in Person auch der Ministerin Theresia Bauer. Und dieses insgesamt wissenschaftsfreundliche Klima schließt auch eine Weiterentwicklung der Informationsinfrastrukturen durchaus sehr aktiv mit ein. Aber man muss eben auch sehen, wir haben im Moment politische Rahmenbedingungen, die das, was wir jetzt auch gehört haben, von anderen Rahmenbedingungen sehr aktiv aufgreift. Aber wir haben Diskussionen mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die durchaus sehr skeptisch dieser Regelung im Landeshochschulgesetz gegenüberstehen und die fast als reflexartig allergisch reagieren, wenn sie zu etwas verpflichtet werden sollen. Und diese Art von Reflex, der einsetzt, sobald in der deutschen Wissenschaftslandschaft ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin verpflichtet wird, ist etwas, wo wir noch wieder sehr viel Überzeugungsarbeit werden leisten müssen und das tatsächlich auch nur mit Diskussion und Gespräch sozusagen auf der Basis auffangen können. Nichtsdestotrotz, das sind immer Bausteine, die für mich aus der, weil wie ich das ja eingangs sagte, sozusagen an der Basis arbeiten, dort wo man konkret das, was überall geregelt wird, umsetzt und auch mit befördern will, Bausteine, die dazu beitragen, dass das Klima sich seit der Zeit, als wir angefangen haben, uns mit Open Access zu beschäftigen, bis heute extrem verändert hat einfach. Es sind nicht mehr Grundsatzfragen. Dazu trägt dann auch bei, dass wir den Publikationsfonds der Universität Konstanz haben. Die bisherigen Ausführungen kreisten ja weitgehend um den Themenkomplex des grünen Weges. Und auch wenn in der Aufbruchzeit der Repositorien die Illusion bestand,
Man könne zügig alle Publikationen ohne Verlage über institutionelle Repositorien veröffentlichen, stellte sich das im Laufe der Zeit als trugschluss heraus, vielleicht auch als etwas naiv und blauäugig. Technisch wäre und ist das möglich, mental und kulturell bestehen nach wie vor große Hürden und auch sachliche Gründe, die durchaus dagegen sprechen. Somit war klar, dass für den goldenen Weg neue Wege zu beschreiten waren. An der Universität Konstanz bedeutet das, dass seit 2008 die Zeit, also wenn Sie sich an die Folie davor erinnern, hier, dass auch im Jahr 2008 auch die Zahl der Meldungen deutlich anstieg im grünen Weg. Gleichzeitig das zeigt, dass das Thema Open Access angekommen war und wir auch angefangen haben, uns mit dem goldenen Weg und dessen Finanzierung zu beschäftigen und angefangen haben, tatsächlich zu finanzieren. Publikationen im goldenen Weg. Und zwar aus dem universitären Etat zentral. Aber es wurden dafür keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt, sondern die Bibliotheksleitung klärte mit den jeweiligen Fachbereichen bzw. die Fachreferenten, ob aus den Literaturmitteln auch Author Fees übernommen werden könnten. Und vor allem in den Fachbereichen Biologie und Psychologie war die Bereitschaft von Beginn an vorhanden, die Mittel entsprechend umzuschichten. Wie an der Grafik zu erkennen ist, steigt sowohl die Zahl der Publikationen als auch das Finanzvolumen stetig. Was Sie hier sehen, sind nur die Publikationen, die finanziert worden ist aus den zentral finanzierten Mitteln. Auf der X-Achse sehen Sie die Jahreszahlen, auf der linken Y-Achse sehen Sie die Geldbeträge, die aufgewendet wurden aus zentralen Mitteln, also sprich aus dem Literaturetat. Und auf der Y-Achse sehen Sie die Anzahl der Publikationen, beziehungsweise auch aus den DFG-Mitteln. Ich komme da gleich noch drauf. Insgesamt ist es so, ich habe eingangs gesagt, wir haben ein Publikationsvolumen von ungefähr 900 bis 1000 Zeitschriftenartikeln pro Jahr. Davon erscheinen mittlerweile 18% in Open Access Gold. Im Jahr 2013 hatten wir fast 20% Open Access Gold Publikationen an der Universität Konstanz, finanziert aus verschiedenen Quellen. Das heißt, auch dort ist es nicht so, nicht nur auf den zentralen Etat wird zurückgegriffen, sondern die Wissenschaftler setzen durchaus auch eigene Mittel ein, publizieren mit, wenn andere Einrichtungen finanzieren. Es ist ja nicht so, dass immer jeder, wenn ich drei Autorinnen habe, muss ja nicht immer jede Person publizieren. Und es gibt eben auch Open Access Gold-Veröffentlichungen, die kostenfrei sind bei bestimmten Zeitschriften von Fachgesellschaften. Es besteht und bestand Einigkeit an der Universität, dass speziell für den Zweck des Open Access Publizierens im goldenen Weg keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden. Es ist grundsätzlich ausreichend Geld im System vorhanden für die Finanzierung der Informationsversorgung, wenn wir uns nicht auf die Logik der stetig steigenden Preise einlassen. Selbstverständlich besteht auch bei uns eine Unterversorgung bei der Literatur- und Informationsversorgung. Wir sind weit davon entfernt, alles kaufen zu können, was wir für eine gute Forschung, Lehre und für das Studium benötigen. Aber es ist für mich überhaupt kein Argument, nach immer mehr Geld zu rufen, sondern wir sind als Informationsversorger auch verpflichtet, an den strukturellen Schwächen des Systems zu arbeiten. Und das heißt für mich, Transformation mitzugestalten. Die Logik des immer mehr, speziell für die großen Zeitschriftenverlage und bei deren Preispolitik der letzten Jahre bzw. Jahrzehnte, bei gleichzeitig sinkendem Monographienzugang erfordert es, die Gesamtausgaben in den Blick zu nehmen und über Umverteilung nachzudenken. Dazu nochmal einen Schritt zurück, ich bin übrigens gleich fertig, dazu nochmal einen Schritt zurück in die Geschichte des Open Access. Open Access wurde aus zwei wesentlichen Gründen propagiert und in der Berlin Declaration manifestiert. Zum einen sollte der freie Zugang zu wissenschaftlichem Wissen im Sinne einer guten Forschung überall auf der Welt möglich werden. Und zum anderen sollte die Preisspirale mit exorbitanten Preissteigerungen durchbrochen werden. Es sollte eine Alternative entstehen zur Bindung an die Monopolstellung der Verlage. Zu diesem Zweck sollten die Autorinnen und Autoren, also diejenigen, die die Inhalte erarbeiten, die Hoheit über ihre Werke zurückerhalten und diese auch einfordern. Der Ansatz hat zwar nicht ganz so funktioniert, aber ist nichtsdestotrotz richtig.
Es sollen nicht zusätzliche Kosten generiert werden, die auch noch zu finanzieren sind, nämlich Subskriptionsgebühren plus Open Access Gold, sondern es geht um Ersetzen des einen durch das andere. Und insofern sind die Aktivitäten, die wir seit einigen Jahren im Zusammenhang mit den Allianzlizenzen und deren Open Access Bindung erleben, ein Schritt auf dem richtigen Weg. Es muss darum gehen, Gelder umzuschichten und insgesamt die Kosten zu senken. Und es kann nicht darum gehen, immer mehr Geld bereitzustellen. Selbstverständlich spielen Transformationskosten eine Rolle, aber wir sollten diese Fragestellung auch nicht überhöhen. Damit sind wir nämlich dann direkt beim letzten Teil angekommen, nämlich Open Access und Verlagen. Dabei geht es mir jetzt nicht darum, einen Überblick über die Open Access Verlagslandschaft zu geben, sondern es geht um das grundsätzliche Verhältnis von Literaturversorgern, Verlagen und Publikationsmodellen. Wenn der Gedanke richtig ist, dass wir Strukturen verändern müssen und nicht nur an den Systemen herumdoktoren wollen, müssen wir auch gelegentlich neue Therapieformen anwenden. Oder, um es sportlich auszudrücken, Ausflüge in unbekanntes Terrain wagen. Die Kündigung des Vertrages mit dem Verlag Elsevier durch die Universität Konstanz im Jahr 2013 mit Auswirkungen jetzt auf 2014 war ein solcher Schritt. Niemand wusste, was wirklich passieren würde, wenn die Universität Konstanz vor allem die Forschung für einen undefinierten Zeitraum im Bereich der Zeitschriftenversorgung zur Elsevier-freien Zone würde. Als erstes vorweg, wie Sie alle sehen können, lebe ich noch. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben mich auch nicht erschlagen oder geteert und gefedert ob dieses Frevels. Und ich habe, das wird Sie jetzt vielleicht überraschen, nicht einmal viele ablehnende Äußerungen dazu erhalten, sondern vielmehr spontan Zustimmung aus der Wissenschaft heraus. Als wir das bekannt gegeben haben, dass es so sein wird, machte mein E-Mail-Postfach sozusagen klick, klick, klick und es lief nur Zuspruch ein. Selbstverständlich war dieser Schritt der Kündigung des Vertrages und der Abkehr von Zeitschriftenabonnement mit dem Verlag Elsevier sowie der Schritt, dieses auch breit öffentlich zu machen, eng mit dem Rektor der Universität abgestimmt. Und er wurde des Weiteren medial professionell von der Pressestelle begleitet. Aber das Ziel ist es, irgendwann auch deutlich zu machen, dass es irgendwann ein Ende der Fahnenstange gibt, wo klar ist, wir müssen uns auch klar machen, wie viel sind wir bereit, für was zu bezahlen. Und die Kündigung des Vertrages hatte für uns erstmal gar nichts mit Open Access zu tun, sondern schlicht mit zu viel Kosten für zu wenig Inhalt bei Elsevier. Aber es hat natürlich den direkten Rückbezug zu dem, was ich vorher gesagt habe. Wir denken über Transformation nach und klar ist, es ist genug Geld vorhanden, wir zahlen es nur an den falschen Stellen. Und wir dürfen es an bestimmten Stellen nicht mehr zahlen, um es für andere Zwecke zur Verfügung zu haben. Und das bedeutet manchmal Einschnitte und auch Experimente in diesem Fall. Dass das an der Uni gewagt wurde, dieser Schritt, hängt natürlich auch mit den Aktivitäten zusammen, die ich eingangs geschildert habe. Also die Aktivitäten der letzten 10 Jahre haben genau dazu geführt. Und die stetige Weiterarbeit an der Idee des Open Access, die enge Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, die Bereitschaft auch unsererseits der Informationsversorger eigene Überzeugungen zu überdenken und missionarischen Eifer zu vermeiden, dabei aber die Ziele, nämlich Kostensenkung und freien Zugang der Wissenschaft zu Publikationen, nie aus dem Auge zu verlieren. Mit dieser Vorgehensweise können wir auch regional, national und international vorwärts kommen. Und ich glaube, dass wir da im Land Baden-Württemberg und den Ansätzen auch auf nationaler Ebene einen guten Ansatz gefunden haben, auch entsprechend weiterarbeiten zu können. Und ich würde Sie jetzt bitten, mir noch eine Minute zu lassen. Meinen Schluss möchte ich nämlich schließen mit einem Zitat aus der erwähnten Dissertation von Stefan Henze, der da sagt: Nun ereilt also auch die an Karl Valentin geschulte Medienkritik ihr gerechtes Schicksal, sie landet im Internet. Was würde der Schöpfer des Buchbinder Wanninger dazu sagen? Nun, vermutlich wäre er selbst schon seit Jahren ein berühmter Online-Komiker, denn die in seiner Zeit neuen Medien, Film, Schallplatte, Rundfunk, hat der leidenschaftliche Medienkritiker von der ersten Stunde an noch leidenschaftlicher genutzt. Auch wer sich nicht für Karl Valentin interessiert, wohl aber dafür, warum das alltägliche Leben so reparaturanfällig ist, wird im ersten Teil der Arbeit einige Antworten finden. Der zweite Teil zeigt in Gestalt von Karl Valentins Alltagssabotagen,
dass jede Reparatur nur neuen Schaden anrichtet, wenn auch auf höherem Niveau. Der Autor selber nennt seine Arbeit eine fatalistische Dissertation. Arbeiten wir gemeinsam daran, dass solche Reparaturschäden nicht auch bei den Open Access Aktivitäten wirksam werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zum Glück haben wir unsere Pausen ja großzügig geplant, sodass wir auch hier noch eine Frage zulassen können. Ich fand sehr interessant, dass Sie beim Thema Kosten von Open Access auch darauf hingewiesen haben, dass es nicht nur die Kosten für APCs zum Beispiel gibt, sondern auch den administrativen Aufwand. Haben Sie ungefähr eine Daten dafür, wie der Aufwand für Gold und Green Open Access zueinander steht? Wir haben das bei uns untersucht und aufgrund der zum Teil ein bisschen geschätzten Daten kann ich sagen, dass wir ungefähr dreimal so viel Aufwand dafür für die Administration von Gold Open Access aufwenden müssen wie für Green. Ich bin jetzt sehr neugierig zu hören, wie das bei Ihnen aussehen könnte. Wir haben das bislang nicht systematisch erhoben, aber selbst wenn ich das jetzt irgendwie ein paar Sekunden überschlage, kann ich sicher sagen, dass das bei uns nicht so ist. Das liegt aber daran, dass die Finanzierung von Gold einfach auch gar nicht den Umfang hat, wie vermutlich bei Ihnen, weil genau davon wird es abhängen. Bei uns sind die Kosten für Green höher als für Gold im Moment. Gut, wenn es jetzt... Wenn Sie Fragen haben zu den Konsequenzen der Vertragskündigung, dürfen Sie mich gerne in der Pause ansprechen.